US-Geheimdienst hat keine Beweise für iranische Atombombe. Krieg soll erneut mit einer Lüge gerechtfertigt werden. Washington. Laut verschiedener Medienberichte plant Israel in diesem Jahr einen Angriffskrieg gegen den Iran. Westliche Medien versuchen schon seit Monaten, einen solchen Krieg als notwendig darzustellen, um den Iran vom Bau einer angeblichen Atombombe abzuhalten. Eine iranische Atombombe wäre demnach eine Bedrohung für Israel. Daher hätten die Israelis, selbst bereits lange im Besitz von Atomwaffen, das Recht auf einen Präventivschlag, um den Iran am Bau der Atombombe zu hindern. Der Iran hat derartige Behauptungen stets zurückgewiesen und abgestritten, eine Atombombe zu entwickeln. Das iranische Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Dies habe nun selbst die amerikanischen Geheimdienste zugegeben. Es gebe keine eindeutigen Beweise, dass Teheran beschlossen habe, an einer Bombe zu bauen, berichtete die New York Times am Samstag. Sie berief sich dabei auf Geheimdienstkreise und Regierungsmitarbeiter. Jüngste Erkenntnisse bestätigen die Einschätzung der Geheimdienste von 2007, dass der Iran sein Atomwaffenprogramm schon Jahre zuvor eingestellt habe. Der US-Geheimdienstdirektor James Clapper hat Ende Januar bestätigt, dass es keine Hinweise auf ein iranisches Programm zum Bau einer Atombombe gebe. Der Krieg gegen den Irak wurde mit einer ähnlichen Lüge begründet. Vor dem Krieg war behauptet worden, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzen würde. Allerdings wurden diese nie gefunden. Später wurde zugegeben, dass dieser Kriegsgrund gelogen war. Der Krieg gegen den Iran müsste demnach auch mit einer Lüge gerechtfertigt werden.